Film im Nebel. Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, sind in einer spontanen Nacht- und Nebelaktion entstanden. Ich und mein Freund Martin haben uns gedacht, bei diesem Naturphänomen lassen wir es uns nicht nehmen, ein paar geile Aufnahmen zu machen. Aber im Nebel zu filmen bietet viele spannende Vor- und Nachteile, die zu einer gewissen Atmosphäre beitragen. Und ich möchte dir in diesem Video mal ein bisschen was zeigen, wie du deine Videos mit Nebel aufpeppen kannst und am Ende, wie du sogar Fake-Nebel einfügen kannst in DaVinci Resolve. Auf geht's! Nebel bietet uns die wunderbare Möglichkeit, Lichtstrahlen sichtbar zu machen. Und wie das funktioniert, weißt du wahrscheinlich aus der 6., 7. Klasse in Physik. Wenn Licht durch ein transparentes Medium hindurchgeht, dann wird das Licht gebrochen und ein Teil wird in dem Medium reflektiert. Und so passiert es, dass diese winzig kleinen Wassertröpfchen, die ja der Nebel nun mal sind, das Licht aufnehmen und einen Teil in sich selbst einfangen, wodurch sie sichtbar werden. Und das macht das Licht für uns sichtbar. Der Nebel nimmt natürlich das Licht an, was du in ihn hineingibst. Egal, ob das jetzt ein Lichtkegel von einer Taschenlampe, Autoscheinwerfer oder von einem Stadion sind. Und genau diese Eigenschaft des Nebels ist, weshalb viele Produktionssets eine Nebelmaschine direkt vor Ort haben. Es hilft einfach, eine gewisse Atmosphäre hinzuzugeben und man kann Lichtstrahlen sichtbar machen. Diese Lichtbrechung führt dazu, dass es eine weiche Blume oder einen weichen Gradienten an der Lichtquelle selber gibt, was dazu führt, dass vieles sehr weich aussieht. Und diesen weichen Look kannst du zum Beispiel durch die Wahl deines Objektives mitbestimmen. Ich habe für die Shots, die du im Intro gesehen hast, das Voigtländer Nocton Objektiv genutzt, was auf der einen Seite super lichtstark ist und auf der anderen einen sehr, sehr weichen Look hat. Anders als bei Zeiss, die sehr scharfe Objektive bauen, ist der Voigtländer-Look eher Vintage. Ein weiterer Vorteil von Nebel ist, dass man viel Tiefe in seine Bilder mit hineinbekommt. Einfach daher, dass je weiter weg etwas vom Objektiv ist, umso kontrastloser wird es, umso verschwommener wird es, weil der Nebel ja zwischen dem Objektiv und dem Subjekt steht und somit alles etwas weicher macht. Und das bedeutet, du musst beim Color Grading echt aufpassen mit dem Kontrast, weil der Hintergrund wird oftmals kontrastloser sein im Vergleich zum Vordergrund und es kann aufgrund der Kontrastunterschiede sehr schnell zu Noise kommen. Das heißt, pass mit dem Kontrast auf und konzentriere dich beim Color Grading eher auf den Vordergrund. Und da kannst du auch mal ausprobieren, wie es ist, wenn du sehr nah an etwas bist, wie dieses Spinnennetz hier, oder sehr weit weg von etwas. Außerdem kann man durch viel Nebel im Hintergrund und einen klaren Vordergrund sehr stark Dinge hervorheben und herausstellen, weil alles andere in ein verschwommenes Nichts rückt. Und wenn du diese Vorteile von einem neblichen Look in deine Videos mit integrieren möchtest, kannst du das auch. Und zwar einfach in DaVinci Resolve. Es gibt da einen Effekt, der nennt sich Light Rays. Und mit dem kann man A. Lichtstrahlen erzeugen, um Dinge einfach noch ein bisschen zu verstärken. Und B. kannst du die Highlights in deinen Videos aufweichen, was den weichen Look unterstützt. Aber sag du mir mal in den Comments, ob dir dieser weiche Look überhaupt gefällt oder ob du denkst, scharf wäre besser. Ansonsten kannst du dir hier noch ein weiteres DaVinci Resolve Tutorial ansehen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, weißt du ja, was du zu tun hast. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, kannst du deiner Wut mal so richtig Ausdruck verleihen und den Dislike-Button zweimal drücken. Bis zum nächsten Mal.